So, Leute, weiter geht's bei Gary's Mod Horror Maps. In der letzten Folge sind wir in diesen Raum gekommen. Und Musik spielt sich schon langsam wieder ein. Ich möchte gar nicht weiterlaufen, das sieht hier sehr gefährlich aus. Ihr wisst ja, rotes Licht ist mein größter Feind. Was zum Teufel? Okay. Roof key found. I can unlock a door. Was zum Teufel? Das hört er jetzt aber auch, ne? Egal, ich gehe mal lieber schnell raus hier. Ich muss jetzt aufs Dach. Mal gespannt. Ich tun, was dort erwarten mich. Oh, da darf ich schon wieder um ganz im Haus rumlaufen, ey. Ich glaube, die haben das Spiel extra für mich entwickelt, damit sie mir voll auf den Sack gehen. Nee, aber. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn man die ganze Zeit. Naja, gut. Aber Silent Hill nie anders, ne? Da war das sogar noch schlimmer. Second Stair. Mal schauen. Und ja, ich hoffe, das Mikrofon gefällt euch. Ich habe nämlich jetzt schon die Episode Nummer 3 gestartet. Also Folge 3 sind wir jetzt schon bei dieser Map, die sehr geil ist, wohlgemerkt. So, gehen wir mal aufs Dach. Sehr schön, wollte ich gerade sagen. Oh, schön. Ah, wie schön ist das denn? Guck mal. Schön hell alles, nicht mehr dieses creepy Haus. Was zum Teufel? Genau. Auf dem Dach, ne? Wie öffnet man das Teil denn? Vielleicht, Mist, ich habe meine Rohrzange gar nicht mehr. Ein Grabstein? Huch! Da war eigentlich nur jetzt. What the fuck? Alter, wie geil sieht das denn aus? Now loading, bin jetzt in so einer Parallelwelt. Scheint's fast so, ne? Huch, ich will hier nicht sein. Warum? Das ist jetzt aber kein Labyrinth oder sowas, ne? Ich würde es nicht hoffen. Oh, hier wird's dunkler. Das erinnert mich gerade an Max Payne. Aber frag nicht wie. Ich glaube, das Abenteuer fängt gerade erst an. Oh Gott. Die Map ist aber auch groß. Naja, geht, aber auf jeden Fall, wo ich mir die Map gedownloadet habe. Egal. Jetzt? Oh Gott, was ist das für ein Geräusch? Ach so. Boah, hat mich der Oma erschrocken. Wenn das nicht aussieht wie wenn das nicht schon fast aussieht wie Amnesia, weiß ich auch nicht mehr. Das ist so verändert der Style auf einmal. Kann man das öffnen? Hier aber. Guck mal, wie tief das da runter geht. Ich muss hier runter, okay. Nein. Okay, ich glaube, das war's. Ich bin gestorben. Ruhe. Es ist lustig. Warte. Second before I hit the bottom. But not stop screaming in terror. Now that impossible below terror has been replaced with a maddening silence. My legs may have broken. Oh, der hat sich in die Beine gebrochen. Corpse and unresponsive skin sable, lump of flesh and bone. But it's irreversible now. With a loud snap, possibly a crunch thrown in. Everything I've become conscious of is gone. I have never been as happy as I am right now. I have never been as happy as I. Er war nie so glücklich, wie er jetzt ist. There are two others on my left and on my right. Da sind zwei andere. I can see their stories. Er kann seine Geschichte sehen. Meine bla.
Bin gerade voll überlegen, was da steht. Have been reduced to a bit of a simplicity. All that remains are okay. To my right lies a woman. Auf deiner rechten Seite liegt eine Frau. Was? Monster in. Ich glaube, das heißt eins eine wunderschöne Schönheit, ja. Hierher Tale and Learn. Hab ihre Story, also ihre Geschichte gehört und gelernt, glaube ich, heißt das. Outside a small woman gaze at the flanks in silence from her balcony. The peace seems if it will and go on forever. Suddenly from behind. Ja, man, yes. She knows the man normally a timid. Boah Gott, ich kann das doch gar nicht alles übersetzen. But now visually is bla bla. So a woman does not understand. I don't understand. Das muss ich auch schon mal bringen. Okay. With the gentlest reserved for animals. Handle many situations like this one. The man shivers. Ah Gott. Tears her arm off. Was? As he tears her arm off. The woman had never before dealt with an animal who truly wanted to kill her. Oh. Die hat nie mit einem Tier zu tun gehabt, was sich töten wollte. Vance blubbered as the woman fell to the floor. Pool of memories leaking from her cracked skull. Oh. Knowledge entflowed her leaving the woman. Die hat, wurde der Schädel gebrochen. Regret, keine Ahnung, was das heißt. As the man hurries away from the heap of flesh on the floor, all he feels is regret. The woman remains to the floor for hours until finally two men approach. They know what has happening. They know what to do. The men bury her away in the flowers will be able to grow. No funnery, no crying, just silence and knowledge and acceptance. It's a little sad, I suppose. As an animal lover, a Tierliebhaber. She should have known better. I'm not really one to judge, thought I suppose. Moving on my left lies a small shirt. Okay. Auf seiner linken Seite liegt ein kleines Mädchen. He lives a happy, although short life. Ein kurzes, glückliches Leben heißt es, glaube ich. Hier, his tale and learn. Och nee, nicht noch eine Geschichte. Okay, bleib meinetwegen. He goes apartments, he walks. Ach, mit Letters kann ich schnell vorlaufen lassen. Sorry, no man, bla. The sky above is warm. Ihr könnt euch das ja gerne mal durchlesen. Müsst ihr gleich einfach Stopp drücken. Ich fliege jetzt mal ein bisschen mit Text drüber. Okay. Ich weiß, da ist gerade ein bisschen viel Story. Ich glaube, manche wollen das gar nicht sehen. Dann könnt ihr ja durch kurz vorspulen. Bla. Blablabla. Ja, ich weiß, das ist schon ein bisschen sehr viel Story. Wie gesagt, wenn ihr euch das vielleicht nicht antun wollt, sput ein bisschen vor. Na 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 na. Halt auf mich, have long sein, stop. Okay, well, I jump off a building. That I thought was a hole in the floor. Never was one. Ach so, er hat sich selbst bekommen, auch gut. Aber ich bin nur ins Grab eingestiegen. Boing, bla, Hunde. Raining Katzen. Ja, wenn es Katzen und Hunde regnen würde, dann würde ich mich wundern. Oh ja. Dauert nur noch 2 Stunden. Bis um Part 45 von Story. Oh, thank for playing. Tja, Leute, das war's mit dieser wunderschönen Map. Mein Fazit für diese Map. Richtig, richtig geil. Man hat immer so zwischendurch das Gefühl gehabt, gleich passiert was, aber es ist nichts passiert. Es war sehr gruselig. Schöne Rätsel dabei. Nun ja,
Wenn ich dieser Map eine Note geben könnte, dürfte, würde ich der mindestens eine 1 minus geben. Der Abzug ist lediglich der, dass es nicht so viele Jumpscares gab. Aber sonst richtig schönes Level, hat mir sehr Spaß gemacht, diese Map zu zocken. Die Map heißt GM Apartment, wenn ihr auch mal zocken wollt. Das Map Pack übrigens wurde hier gefragt. Welches Map Pack hast du gezockt mit den ganzen Horror Maps hier? Diese paar 155 Horror Maps da. Ich sag mal auf Garry's Mod. Horror Map suchen. Horror Map Pack. Hab einfach irgendwas genommen. Da sind so viele Maps, weil die kannst du erstmal alle zocken. So, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen von Garry's Mod. Bis zur nächsten Folge von Garry's Mod, Leute. Und ich krieg grad Schluck auf, aber egal. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.